Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde HB on Tour. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine Okay, geile lass uns Zeit eine gehabt. neue Route finden. Und wir befinden uns auf dem Weg nach Biege Frankreich. nach rechts ab. Die Laden haben wir. Wir haben die Nacht beim Kunden, also bei Narcese, verbracht. An der Rampe stehen bleiben können. Da ist auch gleich wieder Im zurückgeladen Kreisverkehr worden. erste Ausfahrt nehmen. Jetzt haben wir Biege 1000 rechts ab. Kilometer vor uns. Wie seht ihr, ich habe es heute nicht geschafft, das Getriebe umzustellen. Bitte links halten. Aber für die nächste Woche dann. Aber für die nächste Woche. Wir haben geladen. So gehen wir auch gleich. Ich muss ja gerade ein bisschen aufpassen, dass ich nicht so rumtätsch. Wir haben Dachpappe geladen. Für Lyon. 22 Tonnen. Da habe ich die Meldung gekriegt von meiner Frau, dass der neue Scania auch schon da ist. Und den werden wir heute schauen, hat sie gesagt, dass man mütend. Von einem von unseren Fahrern fängt der Solo. Der möchte für uns fahren. Der fängt dann am Montag an. Dann kriegt der Daniel in Linz unten den neuen LKW. Und dann strukturieren wir das ein bisschen zurück. Ja, der Daniel hat bis jetzt den HB4 gefahren. Und die, wo es dann auf die ersten drei LKWs umsitzen, was wir gekriegt haben, die stufen wir jetzt dann so auf, wie das dass der was am längsten dabei ist, das neueste Auto kriegt und der Ben, so heißt er, jetzt ist mir fast dann noch nicht mehr eingefallen, der Ben kriegt dann den, wird das auf Deutsch gesagt. Das ist so das, was ich Ihnen gerade so erzählen kann. Auflieger müssen jetzt dann auch auf langsam eintrudeln für Salzburg. Ah, für Salzburg rufe ich mich auch, auf Salzburg. Für Linz kann man zwei Kühler rauchen und drei Plane nicht zum Anfang. So, die Informationen zu den ganzen Side Stories. Grüße gehen natürlich raus an meine lieben Sportsfreunde, an die Großen und die Kleinen, an die neu dazugekommenen und die Veteranen, die was schon lange hier bei mir auf meinem Kanal sind, mich schon lange hier verfolgen. Schön, dass ich hier den Weg zu mir, zu HB on Tour gefunden habe. Und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit den Let's Play unterhalten. Ich würde das heute so machen, meine lieben Sportsfreunde, dass wir so gute 15 Minuten jetzt zusammen im ersten Teil verbringen. Dann mache ich einen kurzen Cut. Und dann fahre ich ein Stück ohne ihn. Und dann hole ich ihn kurz vor der Entladestelle wieder dazu. Dann braucht man die 1000 Kilometer, nämlich nicht in zwei Parts zu machen. Ist, glaube ich, für ihn interessanter und ist für mich auch interessanter, wenn man dann auch im Let's Play weiterkämmert. Grüße. Seht ihr, ich packe das heute ein bisschen verwirrend vielleicht oder nicht. Keine Ahnung. Grüße gehen raus an Traka Andal, macht absolut geile ETS2 Videos mit die Classic Trucks und mit der Serie auf Achse. Genauso wie Grüße rausgehen an meinen Subfrechter, an Maisi on the Road. Hat hier für mich
für mich manchmal als Subfrachter und beim ATS fährt er für mich als Fahrer. Schaust du bei ihm auf dem Kanal vorbei, dann kriegst du die Side-Stories, wenn ich mit ihm hier was ausmache, mit. Und jetzt kriegst du die Side-Stories für den ATS mit. Natürlich gehen dann richtig schöne Grüße raus an Harry, den Hängerzugfahrer, die Jung, fort für die Heimtrans durch Europa mit seinem Mercedes Actros. Wechselbrückenaufbau für den Harry M. -Punkt. Interessante Story, schaut sie den Crew zum Mitfiebern. Und der Harry, ich muss immer wieder sagen, ich glaube, ich habe es auch im letzten Video gesagt, Harry, solltest du mein Video sehen, du bist einfach so eine coole Socke, so eine coole, du weißt schon was. Deswegen sehen wir alle bei dir auf dem Kanal und deswegen feiern wir deine Videos so sehr. Genauso wie die vom Tracker Antal, natürlich auch, der macht auch absolut geile Videos. Aber Harry, auf deine Videos und auf die vom Tracker Antal, die freue ich mich heute halt am meisten. Genauso wie ich mich auf die Videos von JJ on Tour jede Woche freue. Er macht es nur ein Stück realistischer aus wie ich. Freue mich auch jedes Mal wieder, wenn ich das Video sehe. Immer gute Unterhaltung bei der Nord-Süd-Transport. Genauso wie wir Grüße rausgehend an Stefan on the road, fährt mit seinem MAN 2020 für den Hermann M. -Punkt. Und zu guter Letzt, der liebe Badura macht jetzt zwar keine ETS-Videos, aber macht absolut hammermäßige Videos. Schaut bei den Jungs vorbei auf dem Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben. Jeder, der was hier YouTube macht, der verdient es, dass man seine Videos von Anfang bis zum Ende schaut. Ich mache das zum Beispiel bei meinen Jungs, für die, wo ich Werbung mache, immer so. Gerade einmal so. Einmal erwähnt, Daumen nach oben wäre gut für jeden YouTuber. Warum? Weil man halt dann einfach besser in der Ranglisten, kann man sagen, Ranglisten von YouPage, keine Ahnung, wie man es nennt, aber man wird halt dann gleich einmal eher vorgeschlagen, wenn die Daumen nach oben steigen. Kennt uns allen ein mega Gefallen da, meine lieben Sportsfreunde, wenn ihr den Daumen nach oben nicht vergesst. Ich bettelt nicht danach, das will ich nicht machen, weil jeder sollte hier bei mir das aus freien Stücken machen, aber ich wollte es gerade mehr erwähnen, wenn mich und meine Kollegen hier jemand unterstützen möchte, dann der Daumen nach oben, das war so der erste Step dazu. Dann gedankt haben wir auch in Spanien für 1,85. Ziemlich teuer. Ziemlich teuer, meine Sportsfreunde, das ist. Ich frage mich, ob in Spanien, das ist gut gemacht, dass die Tankstelle mitgemacht wird. Wenn man bei irgendwann auf der Tankstelle tankt, deswegen ist wahrscheinlich die andere da jetzt mitgegangen. So, jetzt muss ich mich schnell konzentrieren. Haben wir, ja schon, wir haben es ja schon Donnerstag. Schauen wir, ob wir das Wochenende heimkommen. Ich glaube es zwar nicht. Aber ihr habt gesagt, wir müssen jetzt mehr aus den Schulden raus. Dass ich bei den ganzen Verträgen das so ausgemacht habe, wenn der LKW da ist und wenn alles passt, dann überweist man das Geld. Das ist mein großer Vorteil, weil so
Zukunft können wir richtig Gas geben und Kohle machen. Hier im ETS-Universum. Und schon sind wir wieder in Frankreich. So, jetzt müssen wir schauen. Da steht ja überall AT. Die müsste es ja für Telepass ja eigentlich sein, oder? Ah nein, das ist gar kein. Ist das. Ist da hinten was gewesen? Schau. Ah! Naja, ist jetzt wurscht. Ist ja wurscht. Dann zählen wir halt da die 12 Euro für die Franzosen. Jetzt habe ich mir es extra vorgenommen, dass ich da aufpasse, gell? Ah, wir haben ja nur ein paar Versuche durch Frankreich durch, da haben wir den richtigen Wind erwischt. Klausi hat ja nämlich schon mal wieder gefragt, was jetzt ist, wo ich umgehe. Er hätte wieder Schaufeln zum Holen. Jetzt haben wir jetzt dann natürlich gleich unseren anderen Fahrer gegeben. Matthias, jetzt weiß man fast nicht mehr, wenn du da hast. Ah, das müsst ihr schon verstehen, wenn jetzt mit dir ganzen Fahrer, ich habe jetzt im Großen und Ganzen, ich habe 32 LKWs. Hier im Spiel mit 31 Fahrer. Da kommt man schon mal durcheinander. Wer wo ist. Aber es passt ja. Man müsste ja gerade mal aufs GPS schauen. So. Hauptsache meine Fahrer sind zufrieden. Sie. Ich gebe ihnen das, was ich meine, dass ich ihnen geben muss an Kohle. Eine Lohnsteigerung ist ja auch bei jedem drin, das ist ja. Ich habe ja das gesehen, dass wir diesem da mit dem JJ, wo da ein Fahrer eigentlich gehen wollte, bei einem halt das einfach. Jetzt probieren wir es. Jawohl, das gefällt mir schon besser. Weil es halt einfach zu weit war von Nürnberg nach München zu fahren. Bei Zufall hat ihm der JJ einen gesucht. Dann hat das ja ganz gut gepasst mit Karl. Wer weiß, vielleicht brauche ich auch mal was vom JJ und dann funktioniert das auch ganz gut. Man weiß es nicht. Jetzt bauen wir halt, wie gesagt, wir bauen jetzt mal die AT-Lok auf und das. Dass wir da auch mal ein bisschen vorankommen. Der starke Partner, der was mich nach vorne gebracht hat, den müssen wir uns am meisten kümmern, weil das ist hier im Logistik wichtig. Vor allem, ich komme mit dem Mike gut aus, ich habe mit dem privat viel Kontakt da. Franzosen verlangen schon.
Wie die Italiener, alle paar Meter. Aber ich würde mal sagen, mein lieben Spaßchen, ich mache jetzt hier mal einen schnellen Cut. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir so ungefähr, ich weiß nicht, 300, 400 Kilometer vor der Entladestelle sind. Bis gleich, meine lieben Spaßfreunde. Ja, dann fahrst du halt nachher, wenn du in Innsbruck bist, bevor du zum Klaus fährst, die Werkstatt. Dann solltest du den Schlauch tauschen, weil das wird nicht. Wenn du da die Bühnen auf und auf hast, dann rinnt Öl außer, das funktioniert nicht. Ja, du weißt das, du musst halt sagen, dass du zuerst in der Werkstatt warst. Was möchtest du machen, wenn es geht nicht anders. Du musst zuerst in die Werkstatt fahren, dann tust du den Schlauch richten, dann fährst du zum Abladen. Okay. Na was? Okay, na, kein Problem. Ich hab gesehen, dass du gerufen hast und jetzt habe ich dir halt von deinem Schlaf ausreißen müssen. Es nutzt alles nichts. Na passt. Okay. Servus. So, meine lieben Sportsfreunde, jetzt habe ich gerade mit meinem Fahrer telefonieren müssen. Der hat mir nämlich eine Nachricht hinterlassen, dass er am Volvo der Hydraulikschlauch gegangen ist und jetzt mal rennt er da, sobald das am Motor startet, der Nebenantrieb startet, den das Hydrauliköl aus. Und jetzt ist er momentan mit dem Containerchassis unterwegs und muss aber jetzt dann mit dem Klaus fahren. Naja, wenn er jetzt seine Ruhephase stören müssen, aber es nutzt ja alles nichts. Also ich hab ein Firmenhandy, wo die Fahrer eben meine Nummer wissen. Wenn ich daheim bin, dann geht das aufs Privattelefon. Also wenn es jetzt wirklich dringend gewesen war, hätte mich meine Frau schon auf dem Privathandy angerufen und hätte gesagt, ich hätte die Fahrer zurückgerufen. Aber im Normalfall mache ich das Firmentelefon dann eben auf lautlos. Das Gute ist ja, das habt ihr gesehen, ich habe das GPS dabei. Ich kann jeden Fahrer habe ich auf dem Schirm, wo was wäre. Also wenn jetzt irgendwas wäre, dann hätte ich ihn jetzt gleich nachschauen können und sagen können, du fahr zu der Werkstatt hin und lass das richten. Aber ich bin dann weder mit dem Volvo unterwegs ist für die Vitalikpumpen. Ja, es ist halt einmal so, das Zeug wird beansprucht und wenn ich eine Pumpe einschalte, dass er die Hydraulikrampen hinten auf und auf fahren kann und da rinnt es raus, das ist halt dann eingebaut. Das ist halt dann auch für uns blöd, weil dann müssen wir wieder Bindemittel hinstrahlen, müssen das anschaufeln, so wie beim Klaus oder ankehren. Ja, wir haben alles dabei, aber das wisst ihr, wenn man es vermeiden kann, kann man es vermeiden. Jetzt haben wir noch ungefähr so 300 Kilometer. Ja, 3 Stunden haben wir noch Fahrzeit. Das passt gut, dann haben wir noch 6 übrig. Vielleicht kriegen wir von Lyon aus dann noch eine gute Rückladung Richtung Innsbruck. Wenn nicht, dann eben nicht. Dann machen wir etwas anderes. Ja, jetzt ist Freitag 0 Uhr. Wenn wir bis Samstag reinfahren, ist ja auch kein Thema. Können wir ja auch noch haben. Also warm können wir. 6, jetzt haben wir so einen 10er reißen wir auch heute. Sollten wir Richtung Heimat kommen, dann reißen wir einen 10er um. Sonst reißen wir auch einen 10er.
Jetzt haben wir halt genau die Nachtstunden erwischt, die was ich eigentlich vermeiden wollte mit Ink, aber. Nutzt er ihm nichts, das nutzt halt alles nichts. Aber ich sag's euch, die Franzosen, die verlangen Mautarinden, das ist schon immer normal. €60. Der letzten Mautstation ohne Ink habe ich 58 gezahlt. Ich weiß, dass du mit deinem Coca-Cola-Transport den Stress hast, aber leuchten wir mal den Kreisverkehr aus. Nimm diese Ausfahrt. Leon, die Kräuber gießen außer da. Gott sei Dank ist keiner gekommen. Sind wir alles schon mal gefahren, oder? Nein, der Daniel, wenn er jetzt zurückgekommen von der Tour, der war gerade in der Schweiz. Und dann sein niegelneuer Scania da steht. Ich liebe das, wenn ich dann so vor eine Freude machen kann. Wenn ich schon zuerst einen guten Lastwagen habe und dann kriegst du einen erbraschten Lastwagen mit ein bisschen Klimbim, sag ich jetzt einmal. So drückt es mein Chef raus, Klimbim. Mit ein paar Rampenbügeln, ein paar gescheite Händeln um. So einen richtigen Showtruck. Ich finde das V8 gut, aber ich nehme alles eigentlich mit dem Holz, weil ich liebe Holz. Also ich bin jetzt kein kleiner Tischler, aber ich liebe einfach den Duft vom frisch geschnittenen Holz. Ich liebe das Holzdekor in die LKWs drin. Es ist einfach etwas, ich sag, das ist absolut, absolut geil. Also das ist für mich edel. Leder, natürlich auch Leder ist natürlich auch cool. Aber Leder kombiniert im LKW oder im Auto mit dem Holzdekor. Ja, Wahnsinn. Das ist. Es gibt für mich nichts Schöneres. Ich hab mir ja vor 2 Jahren einen gebrauchten Pickup gekauft. Das ist eine Real Life Story. Ich habe einen gebrauchten Pickup gekauft
In weiß, normalerweise kaufe ich keine weißen Autos, ich kaufe nämlich die alle in schwarz. Aber das ist halt gebraucht hergegangen in weiß und ich wollte aber schon ein Pickup haben. Eigentlich wollte ich den ja gern von Ford haben, weil ich bin ein absoluter Ford-Fan. Aber der Ford Predator Raptor, das ist brutal, was die kosten. Und dann was noch, also für das, was ich möchte, nur eine investieren möchtest, das zahlt sich mit dem Fahren nicht aus. Und der hat schon die Einstiegsbretter gehabt, der hat Ledersitze innen gehabt, Klimaanlage gehabt, also Klimaautomatik hat er innen, Navi, Schiebedach. Der hat dann die Plastikwand in der Ladeflächen innen gehabt, also du kannst da schon nichts zerkratzen mehr. Zerkratzen kannst du alle was, aber ihr wisst, was ich meine. Dann hat er die schweren Zugpunkte innen gehabt, weil das ein Bauunternehmer war. Dem, was der erklärt hat, dann hat er das Rollo gehabt, dass man die Ladeflächen zumachen kann. Ja, absolut geil. Anhängekupplung. Und jetzt bin ich ja dabei, so eure Vorzur. Also die zerkratzten Teile innen im Innenraum auszutauschen, sind nicht billig, aber das ist für mich mein, es ist ein Auto, mit dem fahre ich eigentlich relativ nur in die Arbeit und wenn ich irgendwas besorgen muss für die Veteranen, wie gesagt, die muss mich ja schon auf meinem Kanal länger verfolgen. Ich habe ja da mein Modellbauprojekt, wenn ich da wieder mal was Größeres brauche, so Zementsäck oder ein kurzes Beispiel, gestern habe ich meine ganzen Hecken, Büsche ums Haus geschnitten, Folie reingelegt, eingeschmissen, Rollo zu und dann wegführen. Das ist das Beste. So musst du wieder einen Sack kaufen, du musst das ganz, alles ganz klar schneiden, so habe ich es schön in einer gewissen Länge haben können. Absolut geil. Da versuche ich jetzt auch so ein bisschen Holzdekor reinzubringen, zu den Ledersitz dazu. Dass er dann richtig edel wird. Also dieses Auto, das werde ich mir die nächsten 20 Jahre halten. Wenn es so lange Ersatzteile für das Auto gibt, das ist natürlich. Das gehört natürlich nur dazu. Da muss er so rechnen. Und jeder Mann braucht ein Hobby. Ich habe mein paar Hobbys zu viel. Aber dann hab's mal wieder so ein bisschen eine Real-Life-Story von mir. Wo ich noch Vorlehrer war, ist die weiße Farbe vom Vorteil gewesen, weil wir da die Aufschrift dann von der Vorschau machen haben lassen. Also, ich habe das ganze Auto mit der Aufschrift, wie die Vorschau-Autos beklebt waren bei uns in der Firma, habe ich es auch bekleben lassen. Dann habe ich jeden Monat einen kleinen Obolus gekriegt dafür, nur dass ich damit den Auto durch die Gegend gefahren bin. Ah, ich habe einen Neuwagen auch, ich habe ja nicht nur zwei, ich habe ja nicht nur ein Auto, ich habe ja insgesamt drei Autos. Bei zwei, wo ich ständig nur am Basteln bin, wenn ich Zeit und Geld und die Muße dazu habe. Könnt ihr mal googeln, ich habe einen alten VW-Bus, einen T3, Baujahr 1990. Das ist mein absolutes Baby, also. Da hätte man jetzt ein Foto machen können. Ja, ist gleich. Ist ja gleich.
So, müssen wir jetzt auf bald da sein. Was haben wir? 22 Kilometer nur, das passt auch gut. Von der Zeit her passt das auch gut. Von der Folgenlänge. Es war schon cool, wenn YouTube da mit der Musik ein bisschen besser wäre. Es gab ja da absolut geile Radiosender, dass du da im ETS so losen kannst. Beim ATS natürlich auch. Schauen wir mal, ob ich in der Früh warten müssen oder ob wir gleich abladen können. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Da habe ich schon gemeint, ich spare mir die Ausfahrt hier. Da hätte ich eh wahrscheinlich. Was gerade hier weiter aus dem fahren müssen, dass ich wieder bis zu dem Punkt hinkriege. Kreisverkehr, dritte Ausfahrt nehmen. So. Nimm diese Ausfahrt. Baustoffhandel, oder? Schau's hier mal so. Wir sind heile angekommen. Steht da mir einer? Komm rein. Fahren da mal rein und dann fragen wir mal, was Phase ist. Wahrscheinlich der Nachtwächter, dass nichts geklaut wird. Schwarzfreunde. Bring gleich wieder zu, wenn ich weiß, was Phase ist. Bis gleich. So, Zollschnur. Eifadeln. Passt. Papiere haben wir mal im Schwarzfreunde. Es ist 9 Uhr. Wir haben Aschi-Sauerzeug gemacht. Wir haben schon eine neue Rückladung. Von nach Innsbruck zurück, haben wir tatsächlich von Mike und Leo aus eine Ladung gekriegt. Dann nehme ich ihn jetzt nur mit hin, dann jetzt mal so sagen. Fahrt vorsichtig. Und dann fahren wir in der nächsten Folge von Leo nach Innsbruck ins Wochenende. 6 Stunden Fahrzeit haben wir nur vor uns. Das heißt, bis 3 Nachmittag dürfen wir fahren. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Passt ganz gut. Nun diese Ausfahrt. Da geht es auch gleich auf die Autobahn auch. Schau, das passt auch ganz gut. Jetzt wissen wir auch, dass da die Staplerfahrer erst um 8 Uhr kommen. Da haben wir gleich ein Foto gemacht und die Öffnungszeiten, falls das mal wieder herkommen. Und Samstag hätte man ein Problem gehabt, oder? Also Samstag entladen, da muss schon dringend sein, hat mir der im Büro gesagt. Aber die haben das in einer Stunde ratzfatz gehabt.
Wenn ich sogar nur einen Besen krieg und eine Schaufel. Und dann sind mit dem Stapler gleich da gewesen, mit so einem Container, ob ich das alles sauber hochkehren kann. Dann haben sie mir da so einen Luftschlauch gebracht, weil ich ein bisschen hochablosen können. War super, also Service. Man kann sagen, was man will, aber Service war dieser super. Ne? Achsen auf ihn. Mal schauen, ob man das einstellen kann mittlerweile, dass die Achsen sich automatisch auf und dort geben. Also, mache ich dann sie automatisch, aber auch für die. Das war halt gut. Reifen schonen davon. Weil man hat halt dann weniger. Also der Tauflieger kommt halt schneller um. Da sind 18 Kilometer, ja. Aber ich würde sagen, wenn ich im Spaß finde, ich wüsste, wo es jetzt hingeht. Ich fahre jetzt zum Kunden. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar. Würde mich natürlich auch freuen, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke hier aktivieren, so dass wenn es hier aus HB on Tour weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, vergesst mir meinen Leitspruch nicht. Respekt kommt vom Wort respektieren. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, vor allem meinem Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus!